Und da sind wir wieder mit Soccer European Edition gegen die Nächsten vom Balkan, die Kroaten. Und ich behalte einfach mal diese Aufstellung von eben bei. In der Hoffnung, das klappt gegen die Kollegen. Ich spiele natürlich wieder mit 3 Defensiven, dann ist der hier über. Kann man den gleich gegen... ja, gegen Keller bringen. Ah, so ein hohes Ding, Alter. Was soll denn das? Den kriegt er doch? Gibt's ja gar nicht. Oh, voll weggebumst. Scheiße. Oh, da springe ich gerade hoch. Ich pfeife. Modri. Nicht gut. Ja, ich bin da schon heftig schnell jetzt hier, die Kollegen. Mit dem neongrünfarbenen Torhüter. Der aus Irene Higita. Oh nein. Wenn ihr nur irgendwas von Kamerun habt, dann fault mich! Oh! Oh! Weg da! Mach ich das halt, wenn ihr nicht wollt. Oh! Ja. Was für ein Pillepalle bei. Ah, na also, geht doch. Da direkt wieder Volley vom Fuß geschossen. Oh, das wird nicht so ein knappes Ding wie eben. 2:1, jawoll. Also der Torwart ist eben gerade schon mal bei der Mannschaft besser gewesen, bei den Slowenen. Oh, der ganz knapp. Der hat den Pfosten noch gestritten, glaube ich. Alter Schwede, ist der schnell. Oh, aber was für eine Parade. Ja, mal von Jube. Alter Schwede, gut, das habe ich unfreiwillig gehalten, das war gar keine Absicht. Wir gucken ja den Penner. Die Lücke gesehen und schießen! 3:1. Oh, das war mal wieder gut gemacht mit meinem Joystick.
mal schießen. Oh! Ich würde mir gerne eine anzünden, aber es ist gerade zu hektisch. Oh! Kann ich ja wieder bei Castlevania machen. Bei Castlevania bin ich eigentlich auch schon durch. Schade. Geistwehr. Na gut, ich könnte Dracula noch machen. Ja, ja, so. Jetzt wollen wir noch einen vierten machen vor der Halbzeit, oder? Mit unserem langsamen Freund mit der Nummer 11. Der will aber nicht wirklich. 9, 9. Verhakelt. Boah, ist der schnell, der Elber. Ich fasse es ja nicht. Oh, aber unser Torwart, der macht diesmal mal einen richtig guten Job hier. Direkt vor Halbzeit das Video gestartet, Dankeschön. Gut, das sieht ja gut aus gegen die Kroaten. Hätte ich mir jetzt schwerer vorgestellt. Und ich hatte es gehofft, dass sie wesentlich mehr faulen. Haben sie leider nicht getan. So, ja, dann halten wir das mal bei. Ich weiß ja nicht, ob jetzt noch die vielleicht doch noch aus dem Wesen aus dem Arsch kommen und dann anfangen zu ruppen. Schießen ist da das Tor. Aber der war zu lahmarschig, der Schuss. Oh, habt ihr das gesehen? Was ein Kopfball. Ja, lass doch mal den Ball liegen, Kollege. Guck wieder der Elber, dem kein Arsch hinterherkommt. Aber wer mir hier noch. Oh. Gut, so könnte das gerne weitermachen. Das ist mein Querschläger, der sollte da gar nicht hin. Aber die sind sogar so schnell, dass sie sich das holen und meinen Fehler wieder wettmachen quasi. Oh, genau. Ja, da konnte ich Geister machen. Da hat er den aber auch wirklich genau so auf die Linie gekullert, dass mein Torwart, dass mir nicht wirklich mein Torwart aus dem Tor zu steuern. Das ist eine fiese Sache, kann man aber leider im Spiel nicht ändern. Du kannst den erst bewegen, den Torwart, sobald du im. Jetzt habe ich den Faden verloren, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kannst du den Torwart erst ab einer bestimmten Stelle steuern. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Aber der ist wirklich nicht so gut. Ah, schade. Teilweise die Themen immer noch sehr unbekannt vor. Es könnte sein, dass hier ein paar wirklich neue bei sind für ein paar Mannschaften, die nicht gerade. Doch nicht, ich weiß es nicht. Okay, immer ein bisschen weit gefehlt.
einwandfrei und wunderbar. Ich bin mich ganz sicher gegen die irgendwie. Ich ärgere mich, dass sie so ruppen dürfen. Also sie machen es eigentlich, also das machen, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, so viele Mannschaften, die ruppen gar nicht, ja. Es könnten wirklich nie sein, die in dem Spiel hier so Camo-ähnlich viel ruppen, aber irgendwie, ja, halt die keine Karten dafür. Das finde ich ganz schön frech. Schaffen gar nicht gegen uns, die nehmen wir auseinander. Ich kann mir selber noch einen Ball vorlegen, ich fasse es nicht. Und dann springt der Pfeifenkopf auch noch daneben. So, oh, okay. So, die letzten Sekunden laufen. Oh, da gibt es sogar gleich noch einen. 7:2. Meine Herren. Jawohl, und Time. Da haben wir den nächsten. Das nächste Nationalteam rausgekriegt, die Kroaten. Ja, und damit würde ich dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dahin. Macht's gut.